Willkommen zurück. Was ist los? Meine Eltern. Herodotos, es tut mir so leid. Ich dachte, ich würde sie wiedersehen können, um ihnen mein Lebenswerk zu zeigen. Aber nun, ich bitte dich nur ungern. Aber könntest du mich nach Samos bringen? Ich muss ihnen die letzte Ehre erweisen. Natürlich, mein Freund. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Reise alleine schaffe. Tempo! Thank you.
Da sind wir. Wie fühlt sich die Rückkehr an? Sie fühlt sich an wie... mir fehlen die Worte. Das ist neu. Für meine Augen ist es meine Heimat. Die Gerüche und Geräusche sind vertraut. Aber es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du hast schon Schwierigeres getan. Herausforderungen, die wir meistern, wirken in der Rückschau immer einfacher. Was würdest du tun? Erhobenen Hauptes zielstrebig voranschreiten. Diese Zweifel beiseite schieben. Du hast recht. Ich schätze, wir sollten zuerst zu meinem Elternhaus gehen. Geh voran. Das Leben so nah am Hafen war als Kind sehr aufregend. Wieso? Es gab immer ein neues Schiff zu sehen, neue Menschen zu betrachten, ein neues Wort von den Seeleuten zu lernen, was mir dann meistens Ärger einhandelte. Ich bin sicher, deine Mutter dachte gerne an jene Zeit zurück. Ich tue es jedenfalls. So viele Gesichter, die ich nicht erkenne. Nun, du warst lange fort. Trotzdem hoffte ich auf jemanden, den ich kenne. Jemanden, der mich an mein Leben vor meinem Aufbruch erinnert. Wir sind gerade erst angekommen. Alles wird gut. Da sind wir. Das hier nannte ich für den Großteil meiner Kindheit mein Zuhause. Großteil? Ich kam sehr jung nach Samos. Aber ich wurde in Halikarnassos geboren. Das sind Tage, an die ich mich nicht gerne erinnere. Es scheint, als hätte sich in meiner Abwesenheit nicht viel geändert. Das sieht besonders aus. Mein Vater empfand die Kunst immer als guten Ausgleich, wenn ihm alles zu viel wurde. Eines deiner Spielzeuge? Es gehörte meinem Bruder. Ich versteckte es oft, wenn er mich nicht damit spielen lassen wollte. Eine Tafel. Sieht nach einem alten Spruch aus. Die Schiffe bleiben nie lange. Samos ist ein Ort, den die Menschen besuchen, doch an dem sie nicht leben wollen. Hat dieser Ort etwas an sich, das ich nicht recht erkenne? Eine meiner ersten Schriften. Ich war hier immer rastlos. Ständig wollte ich mehr über die Welt jenseits des Horizonts und über frühere Zeiten herausfinden. Herodotos! Mestor! Den Göttern sei Dank! Es ist viel zu lange her! In der Tat. Du siehst gut aus. Du aber auch. Theodoros. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du zurück bist. Warum atmen wir denn nicht alle einmal ganz tief durch? Wie kannst du sagen, ich wäre nicht zurückgekommen, wenn ich vor dir stehe? Wir kamen gleich nach Erhalt des Briefs. Ich bin ein... Ein Freund. Oh. Ich konnte nicht hierbleiben. Ich musste fort. Du... Sag mir wenigstens, wo sie starben.
Gib ihm etwas Zeit. Ich bin mir sicher, er ist nur überrascht, dich zu sehen. Sein Blick war hasserfüllt. Er hat dich sicher vermisst. Du wirst sehen. Dafür ist es ein bisschen spät. Ich weiß, das war nicht der Empfang, den du erwartet hattest. Aber vielleicht der, den ich verdiene. Ich möchte erst einmal sehen, wo sie gestorben sind. Das schulde ich ihm. Ich begleite dich. Sehr gern. Wir sollten los, wenn du bereit bist. Es hilft nichts, es hinauszuzögern, mich der Wirklichkeit zu stellen. Ich kannte diese Insel früher so gut wie mein Zuhause. Scheint ein netter Ort zum Aufwachsen zu sein. Das war er. Ich habe viel Zeit allein oder mit Theodoros und Mestor verbracht. Meine Eltern hatten hier sehr viel Einfluss und waren daher oft beschäftigt. Doch das war kein Leben für dich. Man kann als Junge nur eine begrenzte Zahl von Schiffen davon segeln sehen, ehe einen selbst das Fernweg packt. Das muss die Stelle sein, von der Theodoros sprach. Meine Eltern gingen hier gern spazieren. Ich kann nicht glauben, dass meine Eltern zuletzt hier standen, wo das Schicksal beschloss, sie uns zu rauben. Ich dachte, dass ich eines Tages über ihre Geschichte und ihre Taten auf Samos schreiben würde. Aber nicht so früh. Ich hätte hier sein sollen. Hätte nie fortgehen dürfen. Es hat keinen Sinn, über Dinge nachzudenken, die du hättest tun sollen. Das hilft nicht. Aber... Du bist kein Kämpfer, Herodotos. Du hättest das nicht verhindern können. Womöglich stimmt das. Vergiss das nicht, solange wir auf Samos sind. Ich versuche es. Ich wünschte nur, ich hätte sie noch einmal sehen können. Erinnerst du dich an etwas besonders gern? Ich weiß noch, wie mein Vater mir das Schwimmen beibrachte. Er schmiss mich vom Anleger. Ich dachte, ich würde ertrinken. Doch dann glaubte ich, einen Hai zu sehen. Ich schlug mit den Armen um mich und strampelte im Wasser, bis ich es ans Ufer schaffte. Nur um zu sehen, dass es nur Theodoros mit einem Stein auf dem Kopf gewesen war. Ich höre meinen Vater noch immer lachen und spüre die warme Umarmung meiner Mutter. Hat es deinen Eltern auf Samos gefallen? Es war für sie mehr als nur ein Zuhause. Ich sah, wie glücklich sie dieser Ort machte und wollte irgendwo das Gleiche spüren wie sie. Mochten deine Eltern denn, dass du schreibst? Sie haben es immer unterstützt. Es half, dass auch Theodoros ein Talent hatte, auch wenn es ihn immer mehr zur Dichtkunst hinzog. Ohne ihre Ermunterung hätte ich meinen Traum vielleicht nie verfolgt. Wenn du deinen Eltern etwas sagen möchtest, solltest du das jetzt tun. Das Schreiben fällt mir immer leichter als das Sprechen. Darüber werde ich nicht urteilen. Und ich weiß, sie würden das auch nicht tun. Sie waren mein Ein und Alles.
Sie haben mich immer unterstützt. Ich wusste, dass Sie sich immer für mich freuen würden. Es tut mir leid, dass ich nicht früher zurückgekommen bin. Ich wollte euch so vieles sagen, so vieles zeigen. Mutter, du warst einer der stärksten Menschen, die ich kannte. Du hast dich immer für die Wahrheit eingesetzt. Vater, dein Mitgefühl werde ich lange bewahren. Du hast mich gelehrt, Gefühle zuzulassen. Für mich und für andere. Dein Name und deine Taten bleiben unvergessen. Wir sollten zurückgehen. Warum habe ich das Gefühl, dass sie nicht hierher gehören? Dass sie auf Samos sind, ist mir neu. Hier geht irgendwas vor sich. Vielleicht weiß Theodorus Bescheid. Anhänger des Ares hier? Ich verstehe das nicht. Die Frage ist, ob sie von allein kam oder ob jemand sie geschickt hat. Beides verheißt nichts Gutes für uns. Und für Samos. Ich frage mich, was meine Eltern tun würden. Genau das, was wir tun werden. Samos beschützen. Wir können nicht mehr lange warten. Verstehst du? Natürlich. Wir wollen das Gleiche. Dieser Krieg hat schon genug Ärger gemacht. Samos verdient es nicht, zwischen die Fronten zu geraten. Du hast völlig recht. Ah, du bist zurück. Ich hoffte, du hättest schon Segel gesetzt. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Wir wurden gerade angegriffen. Mögen die Götter diese Griechen verfluchen. Waren es diesmal die Athener oder die Spartaner? Weder noch. Es waren die Anhänger des Ares. Die Hauptsache ist doch, dass du noch lebst. Hat einer von euch schon mal von den Anhängern des Ares gehört? Nur dem Namen nach. Wer sind die? Ihnen geht es nur um eines. Krieg. Und du glaubst, sie sind jetzt hier auf Samos? Sie haben uns angegriffen. Ist dir in jüngster Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Fremde Schiffe im Hafen? Gruppen von Leuten, die du noch nie vorher gesehen hast? Nein, alles ging seinen gewohnten Gang. Eine willkommene Abwechslung. Irgendwas geht hier auf Samos vor. Wir brauchen Antworten. Er hat recht. Die Anhänger des Ares sind gewiss nicht ohne Grund hier. Ein Grund mehr, dass du verschwindest. Wir kümmern uns darum, was hier vor sich geht. Das ist auch mein Zuhause. Ich gehe erst, wenn ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Wenn es nicht sicher ist, solltest du nicht bleiben. Bei mir ist er mehr als sicher. Natürlich. Komm, Mestor. Wenn dieser Narr unsere Warnungen ausschlägt, ist das nicht unsere Sorge. Sie waren keine große Hilfe. Hier stimmt etwas nicht. Wie konnten Theodorus und Mestor beide nichts wissen? Ich glaube, sie haben uns etwas vorenthalten. Aber warum? Genau das müssen wir herausfinden. Was nun?
Wenn Sie irgendwo auf dieser Insel sind, halten Sie sich von der Stadt fern. Als Kind spielte ich immer in einer Höhle. Dort könnte sich das Nachschauen lohnen. Fangen wir dort an. Folge dir hinein, sobald du fertig damit bist. Alle dort drin umzubringen. Ja, genau. Haben Sie sich also versteckt? Du hattest recht mit deiner Vermutung. Ich habe mich um Sie gekümmert. Wir müssen trotzdem herausfinden, was Sie hier überhaupt getrieben haben. Sehen wir uns um. Münzen wie diese habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Die sind persisch. Hier ist eine Liste mit Namen. Ich kenne diese Namen. Alles recht einflussreiche Bewohner von Samos. Aber Mestos Name fehlt. Uniform von Sparta und Athen. So konnten sie den Bewohnern von Samos Angriffe von beiden Seiten vortäuschen. Ich hätte die Anhänger des Ares nicht für Freunde der Dichtkunst gehalten. Das sind sie auch nicht. Diese Arbeiten, die erinnern erschreckend an den Stil von Theodoros. Was haben seine Schriften hier verloren?
Ich hätte nicht gedacht, dass die Erbstöcke weitergehen. Woher haben die? Das ist unser Familiensiegel. Sie müssen es gestohlen haben. Das haben sie unmöglich allein gefunden. Das hat man ihnen gegeben. Ich traue mich kaum zu sagen, was ich vermute. Du kennst diese Insel und diese Menschen. Sag mir, was du denkst. Aus irgendeinem Grund will Persien die Herrschaft über Samos übernehmen. Es wäre ein guter Ausgangsort für etwas Größeres. Du hast recht. Ich wünschte nur, das wäre unsere einzige Sorge. Was denn noch? Wenn Persien im Spiel ist, können sie das nicht allein getan haben. Es hätte Hilfe von jemandem vor Ort gebraucht. Jemandem mit Verbindungen zum Reich. Und Einfluss auf Samos, ja. Abgesehen von mir gibt es nur zwei andere, die die Schuld dafür tragen könnten. Für das, was kommt und für das bereits Geschehene. Herodotos. Nach allem, was wir herausgefunden haben, nach allem, was du gesehen und gehört hast, bitte sag mir, wer von beiden ist es? Es ist Mestor. Er hat die Anhänger des Ares hierher gebracht, um Persien zu helfen. Ich befürchtete, dass du das sagst, aber ich weiß, dass du recht haben musst. Was willst du jetzt tun? Ich muss mit Theodoros sprechen. Ich verstehe nicht, wie er so etwas tun konnte. Drachman kann ein mächtiger Anreiz sein, genau wie die Aussicht auf Macht. Aber beides hatte er doch schon. Ich weiß, du willst das alles verstehen. Aber manchmal bekommen wir unsere Antworten nicht. Καλούμεσε.
Scheiße! Warum bist du immer noch hier? Das reicht. Schieb deine Verachtung für mich einen Augenblick beiseite und hör zu. Wir haben das Versteck der Anhänger des Ares gefunden. Und wir wissen, für wen sie arbeiten. Und wer ist das? Mestor. Er ist mit den Persern im Bunde, die Samos erobern wollen. Das kann nicht sein. Wir sprachen davon, Samos vom Joch des Krieges zu befreien, aber nie davon, es den Persern auszuliefern. Dann hat er dir diesen Teil verheimlicht. Ich finde es selbst heraus. Oh, Theodorus. Ich weiß, du liebst deinen Bruder. Aber das hier ist noch nicht zu Ende. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Samos zu beschützen. Und noch ist es nicht sicher. Wir müssen ihm nach. Und wohin? Zu Mestor. Theodoros wird zu ihm wollen. Mestor weiß wohl, dass wir auf der Spur sind. Wo ist Theodoros? Schiffe in einer Bucht ungesehen ankern. Dort sollten wir suchen. Yeah,
Athena, Donesti. Die Götter müssen dich zu mir geführt haben. Geh voran. Du bist jetzt in Sicherheit. Wo ist Mestor? Er ging, nachdem er mich einsperren ließ. Er wirkte ungeduldig. Theodoros. Anscheinend hattest du recht. Ich dachte, Mestor wollte das gleiche wie ich. Aber er hat mich nur benutzt. Es schmerzt, dass er das tat. Ich weiß. Ich habe dich schrecklich behandelt. Du erinnerst mich einfach an alles, was ich nie tun konnte. Und an die Vergangenheit. Doch das hattest du nicht verdient. Samos sollte den Göttern danken, jemanden wie dich zu haben, der für es kämpft. Die Menschen werden von deinen Taten erfahren. Wir mögen heute einen Bruder verloren haben, aber wir haben wieder zueinander gefunden. Du weißt, was jetzt getan werden muss, oder? Bedauerlicherweise, ja. Du kannst zurückbleiben, wenn du willst. Ich kann das selbst tun. Nein, ich muss ihn sehen. Ich muss wissen, warum er das getan hat. Ich bin ertappt. Wie konntest du nur? Nach allem, was unsere Familie für dich getan hat. Sie nahmen dich auf und du hast sie umbringen lassen. Das war ein bedauerlicher Unfall. Du kannst mir glauben, ich beweine täglich ihren Tod. Ich glaube kein Wort aus deinem Mund. Warum sollte dir Theodoros helfen? Verbündete sind rar gesät und Theodoros zeigte sich mehr als gewillt. Sag mir, was die Perser planen. Samos wäre ein guter Stützpunkt, findest du nicht? Du hast Samos verraten, deine Familie, deine... Nicht alles ist schwarz und weiß. Manchmal brauchen die Menschen andere, die für sie die besten Entscheidungen treffen. Und ich werde über Samos herrschen dürfen. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Anhänger des Ares, die für dich gearbeitet haben, sind tot. Jeder wird von deinen hinterhältigen Plänen erfahren.
Dafür sorge ich. Oh, darauf hoffe ich. Ich wollte immer, dass man sich an meinen Namen erinnert. Aber ich würde nicht gleich mit dem Schreiben anfangen. Wie meinst du das? Die Schiffe sind bereits unterwegs. Lass ihn laufen. Wir müssen die Schiffe aufhalten. Ich treffe dich dort. Nach seinem Fehlschlag wird er keine zweite Chance erhalten. Außerdem kann er jetzt unmöglich auf Samos bleiben. Theodoros hat sich verändert. Er ist wieder so, wie ich mich an ihn erinnere. Er konnte seine Fehler stets eingestehen. Viel zu wenige können das. Dann glaubst du, alles wird wieder gut zwischen euch? Selbst wenn du Samos wieder verlässt? Natürlich. Theodoros wird hier gebraucht. Und er weiß, dass ich woanders gebraucht werde. Gut. Danke für alles, Alexios. Ohne dich
hätte ich das nicht durchstehen können. Manchmal fühle ich mich, als hätten wir genauso viel Zeit zu Wasser wie zu Lande verbracht. Das mag stimmen. Wir sind weit miteinander gereist. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich alleine losziehe. Natürlich. So gerne ich dich an meiner Seite habe, darf ich nicht erwarten, dass du für immer bleibst. Ich dachte, ich gehe besser, solange du noch so empfindest. Aber es wird sich merkwürdig anfühlen. Daran werde ich mich erst gewöhnen müssen. Nun, wohin soll ich dich bringen? Der Hafen bei Athen wäre schön. Es gibt noch einige andere, von denen ich mich gern verabschieden würde. Sie werden deinen Weggang sicher bedauern. Auf nach Athen.
doch wertvoll aus! Manchmal kneife ich mich, um mich zu vergewissern, dass ich wach bin und unsere Erlebnisse sich wirklich zugetragen haben. Dank deiner Schriften werden sie auch nicht so schnell vergessen werden. Dieses Wissen wird der Welt nutzen. Mein Verstand quillt vor lauter Erinnerungen schier über. Magst du eine besonders? Wie sollte ich mich da festlegen können? Du hast mir die Augen geöffnet. So viele Geheimnisse und Mysterien aufgedeckt, die den Lauf der Welt ändern werden. Dein Speer und alles, was mit ihm zusammenhängt. Atlantis, der Kult. Für nichts davon kann ich allein den Ruhm beanspruchen. Du warst bei allem mit dabei. Wie konnte ich nur ignorieren, was so klar vor mir lag? Das konntest du nicht. Darum kannst du ja auch Anspruch auf all unsere Taten erheben. Ich frage mich, an welchen Teil der Reise sich der große Adlermann wohl erinnern wird. Es ist, wie du sagtest. Man kann sich da unmöglich festlegen. Es fühlt sich an, als wären wir uns vor Ewigkeiten begegnet. Dabei haben wir das alles in so kurzer Zeit erlebt. Ich bin froh, dass du Barnabas bei der Pythia getroffen hast. Ich schätze, es ist soweit. So sehr ich unsere Gespräche auch vermissen werde, hier trennen sich unsere Wege. Wohin führt dich dein Weg jetzt? Nach Turi. Was erwartet dich dort? Das ist das Spannende. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob noch jemand das Unbekannte so liebt wie du. Das Unbekannte ist nur so lange unbekannt, bis jemand kommt, der es bekannt macht. In Turi werde ich dieser jemand sein. Werde ich dich wiedersehen? Unsere Wege könnten sich wieder kreuzen. Und ich hoffe, dass sie es tun. Denn wenn dem so ist, folgt wahrscheinlich etwas Großes auf dem Fuße. Dann hoffe ich, dass uns noch viele Abenteuer bevorstehen. Ich war nie sehr gut darin, Lebwohl zu sagen. Ein Lebwohl hat stets etwas Endgültiges. Und wir wissen nicht, ob das hier wirklich ein Abschied für immer ist. Viel Glück auf deine Reisen, Herr Wodder. Ich kann es kaum erwarten, davon zu hören. Ich teile meine Geschichten mit dir, solange du auch neue liefern kannst. Das wird kein Problem. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont.